Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen Day of the Devisenradar am Dienstag, dem 2. Februar. Es grüßt wieder Christian Kämmerer und wir wollen auf den FX-Markt schauen und sehen hier speziell im Fokus unseren Loonie, den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, der sich hier ja augenscheinlich durch eine jüngste Korrekturbewegung kennzeichnet. Doch Sie sehen hier schon die vorausliegende Saisonalität, das wirkt schon mal sehr, sehr positiv. Und fangen wir hier aber mal vom großen Bild ausgehend an. Wir sahen hier diese wunderbare Untertassenformation über Jahre ausgebildet, massive Aufwertung, jetzt aktuell die Folge. Und es gab hier eben auch schon Price Action bis zum, ja, wer den Loonie beziehungsweise die Analysen meinerseits der früheren Zeiten kennt, weiß, dass wir hier das Niveau um 1,46 tatsächlich als Zielzone mit dem Ausbruch über 1,40 deklariert hatten. Ein nächstes Level wäre dann hier der Bereich um 1,49 gewesen, doch bis dahin reichte die Kraft nicht. Interessant ist, dass wir hier seit den Verlusten aus der vorangegangenen und davorliegenden Woche insbesondere die Verluste auch hergerührt und da Obacht gegeben, hier die Korrelation, der Korrelationseffekt des Ölpreises. Ganz, ganz wichtig, also ein fallender Ölpreis begünstigt hier eine weitere Aufwertung US-Dollar, Kanadisch-Dollar. Umgekehrt, wenn der Ölpreis wieder steigt, dann gewinnt der Loonie durchaus an Stärke als Rohstoffwährung, genauso auch hier mit der norwegischen Krone in den Kontext zu bringen. Ganz, ganz wichtige Korrelation. Also ergo immer den Ölpreis im Hinterkopf haben. Wenn dieser anfängt zu steigen, dann ist das hier genau diese Korrelation, die sich beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar insbesondere niederschlägt. Das erklärt auch die unlängste Aufwertung, neben dem Effekt natürlich, dass der US-Dollar auch von einer gewissen Stärke oder mit oder durch eine gewisse Stärke beflügelt wurde. Letztlich, aktuelle Chartsituation auf den Loonie bezogen. Es sieht so aus, als könnte der Ölpreis wieder weiter neuere Tiefs machen und entsprechend der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar wieder aufwerten. Das Ganze passiert aktuell auch hier im Bereich um 1,40. Diese langjährige Widerstandszone aus 2003/2004 hier mit diesen Spikes früherer Jahre war das eben ein Widerstandslevel, wo der Loonie sich nur kurz aufhielt, aber wir sind jetzt hier bullisch zurückgelaufen bis zu diesem Niveau und Sie sehen die aktuelle Wochenkerze, da haben wir uns bislang zumindest stabilisiert. Das sieht gut aus. Schauen wir in den Tageschart, nicht anders zu bewerten die Situation. Hier die Aufwärtstrendlinie seit Mitte Oktober. Hervorragende Squeezes hier nach oben und ja, mehr oder weniger auch die überfällige Korrekturbewegung, die wir auch jetzt schon mal hier mit Fibonacci nochmal versuchen einzufangen. Also vom Ausgangspunkt Oktober sehen wir hier den Rücklauf bis zum 38er Fibo-Level. Das sieht doch ganz interessant aus, zumal hier auch das Hoch vom Dezember liegt. Und wenn wir hier sozusagen eine kleine Zone machen, eine kleine Unterstützungszone, dann hat das Währungspaar sich hier an diesem Niveau stabilisiert, an dieser Trendlinie stabilisiert und ergo könnte es jetzt hier schon wieder zu einer Performance nach oben kommen. Die Chancen nach den jüngsten starken Abgaben stehen zumindest günstig, das Ganze hier auch weiter befeuert durch die vorausliegende Saisonalität, die mit Blick auf die kommenden 20 Tage, ja, wohl eine sehr eindeutige Richtung aufweist. Sie sehen hier eine tendenziell steigende Saisonalität, die hier dem Ganzen vor dem charttechnischen Background, den wir jetzt hier sehen, durchaus Rückenwind verleiht. Der Loonie jetzt hier am Tageshoch und wir sehen auch hier den Loonie heute mit vorn dabei unter den Tops. Euro-Auto heute auch stark, weil der Australdollar schwach tendiert. Die Frage aber jetzt hier eben, wie weit kann es noch gehen beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar? Grundsätzlich sehe ich hier Niveaus von 1,43 als nächste Zielzone, obgleich ich zugeben muss, rein technisch gesehen hätte mir persönlich, aber wir sind eben nicht im Wunschkonzert, ein tieferer Rücklauf gefallen. Und zwar hier bis zu dieser Zone um 1,38, 1,3822, 1,3815. Diese Unterstützung hier auch herrührend vom Dezember mit dem Start hier im Januar, dieses Tief hier, das wäre ein schöner Punkt gewesen, um relativ günstig in den Markt reinzukommen. Jetzt muss ich eben zeigen, ob es nochmal so eine Chance gibt, diesen Freitag ja auch die Non-Farm Payrolls, hier heute Nachmittag keine Daten aus Kanada zu erwarten. Immer mal auch hier schauen in den Wochentagskalender. Da kommt diese Woche relativ wenig aus Kanada. Da ist die Situation die, dass man sich hier wohl fokussiert auf den Freitag
setzen muss. Denn, wie schon gesagt, wir haben hier den US-Arbeitsmarktbericht aus den USA. Das wird ganz, ganz spannend. Und hier ein Sammelsurium aus Daten aus oder von Daten aus Kanada. Das heißt, der Freitag, der wird sehr, sehr explosiv beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Und bis dahin wäre tendenziell eine weitere Aufwertung in jedem Falle möglich, sofern wir jetzt hier nicht unter das heutige Tagestief fallen. Ansonsten, wie gesagt, mir persönlich wären hier Preise um 1,38 lieber gewesen. Doch das Wunschkonzert ist eben hier nicht das, was einem die Märkte hier bescheren. Grundsätzlich haben wir am Freitag, wenn wir nochmal direkt auf den Freitag schauen, auch die Ausgangssituation, dass wir hier den bullischsten Tag schlechthin haben beim Loni. Sie sehen auch hier während der letzten 52 Handelswochen, insbesondere der Montag, aber speziell der Freitag, die bullischsten Handelstage und hier Werte über 60, speziell der Freitag, 73% positive Schlusspreise. Das ist eine Ansage. Und natürlich ist das keine Fahrkarte für dauerhaft steigende Preise am Freitag, aber es impliziert zumindest mal die Möglichkeit, dass tendenziell der Freitag während der letzten 52 Handelswochen überwiegend bullisch beendet wurde. Und rein statistisch liegt hier eben der Vorteil auf der Hand, dass das auch diesmal passieren könnte. Und man muss eben abwarten, wie der Markt hier am Freitag auf den US-Arbeitsmarktbericht reagiert und insbesondere natürlich auf die Daten aus Kanada. Das heißt, am Freitag sehr, sehr hohe Volatilität. Aktuell aber der Loni im Aufwind durchaus begriffen, hier direkt weiter nach oben anzuziehen. Sollten wir jetzt hier eben keine neuen Tiefpunkte sehen, die denn hier zum Beispiel unter dem Niveau von 1,39 rund liegen dürften, also glatt 1,39, sollten wir nicht unterschreiten. Das wäre ein kurzfristiges Stop-Level für den Fall, wenn man sich jetzt noch engagieren wollte. Aber wie gesagt, die ideale Kaufchance ergab sich bereits gestern oder aber würde sich sogar noch ergeben, wenn wir doch hier nochmal ein Stück weit tiefer gehen. Das ist ein Stück weit das Spiel mit dem Feuer. Man darf mal abwarten, was passiert. Rein technisch und saisonal kann es direkt weiter nach oben gehen. Und da wäre hier eben 1,43 das erste Ziellevel, Schrägstrich, dann hier Niveaus von 1,46. Achten Sie dabei jedoch auch immer natürlich auf den Ölpreis, der hier sicherlich keine unbedeutende Rolle spielen wird für die kommende Zeit in Bezug auf den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Jetzt, wie gesagt, die Konsolidierungsphase tendenziell durchaus abgeschlossen. Kleine Spikes nach unten wären hier im Prinzip nochmalige Kaufchancen, wenn sie denn kommen. Aggressiv wäre das Stop unter 1,39 zu empfehlen. Konservativ müsste man dann hier so in Richtung 1,37 gehen, um dem Ganzen noch viel, viel mehr Spielraum zu lassen. Das aber muss ein jeder für sich selbst letztlich entscheiden. Ich sage erstmal an dieser Stelle danke fürs Einschalten, meine lieben Zuschauer. Wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder zum nächsten Devisenradar. Und bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal eine gute Zeit. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.